zweiten Halbzeit. Trainer Paul Scherner hat eine neue Parole ausgegeben. Mehr Einzelaktionen, mehr den Zweikampf suchen und die frühe Führung in diesem Durchgang. Die frühe Führung in der zweiten Hälfte. Der Torschütze Jansson. Gespielt waren nicht einmal ganz 3 Minuten. Sie sehen hier in der Zeitlupe, der Ball kommt vom Gegner von Rügel. Eine Kopfballvorlage, dann aus der Drehung, der Schuss, keine Chance zu sichern. Rummenigge mit Anlauf, endlich einmal und gefault. 100 Sekunden vor Schluss. Rummenigge in der Rolle, die er selten spielen konnte. Sie sehen es hier in der Zeitlupe. Er hat Raum bis zum Tor, er wird zwar manngedeckt, aber man weiß ja, er kann sich lösen und er löst sich. Er kommt mit Anlauf und die Folge, er wird klar genommen, gefault im Strafraum. 11 Meter in der letzten Minute. Paul Breitner wird schießen. Die Entscheidung, das 2:0, den Torhüter verladen. In der 89. Minute doch noch das Traumergebnis für die Bayern. 2 Tore Vorsprung, 1:0. Aber das reicht in dieser Form in 14 Tagen in Ostrau. Das ist die Frage. Ich glaube, die Bayern sind in dieser Form noch nicht ganz über den Berg, noch nicht in der nächsten Runde. Noch einmal dieses Tor. 2:0.